Oh Mom, muss ich ihn denn trinken? Komm schon, Nastja, sei ein gutes Mädchen und trink deinen Shake. Aber ich habe keine Lust mehr, das zu trinken. Komm schon, du weißt, dass es gut für dich ist. Kann ich stattdessen einen Orangensaft haben? Trink es einfach, okay? Hör auf mit dem Blödsinn, ich sag's dir jetzt nicht nochmal. Wow, Mom sieht richtig wütend aus, da bekomme ich wohl nichts mehr raus. Ich trank meinen Proteinshake, aber bevor ich weitermache, stellt euch sicher, dass ihr liked und abonniert und die Glocke aktiviert, damit eure Eltern nicht so sind wie meine. Als ich an diesem Morgen in der Schule ankam, ging ich zu meiner besten Freundin Vicky. Sie saß immer an der gleichen Stelle und wartete darauf, damit ich verwirrt nach ihr suchen musste. Ich klopfte mit meinem weißen Stock auf den Boden, während ich in meinem Kopf die Schritte zählte. Ich wusste, dass es 20 Schritte sein würden, um die andere Seite des Spielplatzes zu erreichen. »Hey, Vicky«, rief ich. Auch wenn ich sie nicht sehen konnte, wusste ich, dass sie dort warten würde. »Du siehst nicht sehr glücklich aus«, sagte sie. »Bin ich auch nicht.« »Wieso? Was ist passiert?« Ich erzählte ihr vom Streit mit meiner Mom. »Sie zwingt mich, jeden Morgen diesen Eiweißshake zu trinken. Ich hab's so satt.« »Weißt du, ich habe neulich eine Dokumentation über diese Shakes gesehen. Sie sind wirklich nicht so gesund.« Sie sind voller Zucker und können sogar noch mehr schaden, als sie nützen. Vicky war eine erstklassige Chemiestudentin, also wusste sie wohl, wovon sie sprach. Du solltest sie nicht trinken, du bist kerngesund, abgesehen von der Tatsache, dass ich blind bin. Vicky lachte. Nun ja, aber das war etwas, womit du geboren wurdest. Aber ernsthaft, Nastja, du solltest einfach aufhören, diese Shakes zu trinken. Aber Mom war heute Morgen so wütend, ich will sie nicht wieder verärgern. Kannst du nicht einfach so tun, als würdest du sie trinken? Und wenn sie aus der Küche raus ist, schüttest du sie einfach in die Spüle. Das ist eine tolle Idee, das werde ich tun. Als Mom mir am nächsten Morgen meinen Shake gab, beschwerte ich mich also überhaupt nicht. Ich saß und aß meine Schüssel Müsli und nach ein paar Sekunden hörte ich Mom aufstehen. Ich muss nur noch meine Handtasche von oben holen, dann bringe ich dich zur Schule. Trink deinen Shake. Ich wartete, bis ihre Schritte verhallten, hob meinen Shake auf und leerte ihn in die Spüle und spülte die Spuren weg. Ich setzte mich wieder kurz bevor Mom ins Zimmer kam. Ah, braves Mädchen, Nastja. Mom hob ein Glas und ich nahm meine Müsli-Schale und stellte sie in die Spüle. Komm, ich fahr dich zur Schule. Auf dem Weg zur Schule plauderte Mom weiter. Sie hatte keine Ahnung, dass ich den Shake nicht getrunken hatte. Ich ging, um Vicky zu finden. Es hat geklappt. Ich habe den Shake nicht getrunken und Mom hatte keine Ahnung. Das ist großartig. Ich machte das Gleiche für den Rest der Woche. Jeden Morgen tat ich so, als würde ich meinen Shake trinken, aber in Wirklichkeit schüttete ich ihn in die Spüle. Samstagmorgen wachte ich immer spät auf. Ich liebte es auszuschlafen und es war etwa 10 Uhr, als ich schließlich aufwachte. Ich öffnete meine Augen, musste sie aber ganz schnell wieder schließen. Ich hatte was Helles gesehen, wie ein Blitz, und es hatte mich geblendet. Ich öffnete meine Augen und blinzelte wieder. Ich wusste nicht, was los war, aber ich konnte definitiv was Helles erkennen. Jeden Morgen in der nächsten Woche, wenn ich aufwachte, wurden die Dinge klarer und klarer. Kommt mein Augenlicht zurück? Ich wollte Mom und Dad nicht aufregen, also erwähnte ich ihnen gegenüber nichts. Um ehrlich zu sein, wollte ich es selbst nicht glauben, nur für den Fall, dass ich mich irren würde. Aber am Ende der folgenden Woche konnte ich alles klar sehen. Wow! Ich schaute mich in meinem Zimmer um und es war wunderschön. Ich hatte mir in meinem Kopf immer vorgestellt, wie die Außenwelt aussah. Aber als ich aus meinem Fenster auf die Blumen und Bäume im Garten schaute, stellte ich fest, dass die Farben noch viel lebendiger waren, als ich es mir vorgestellt hatte. Oh, ich konnte es kaum erwarten, die Treppe hinunterzugehen. Ich war endlich bereit, meinen Eltern zu sagen, dass ich mein Augenlicht wieder erlangt hatte. Ich rannte die Treppe hinunter. Sei vorsichtig, Nastja, du könntest ausrutschen. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Ich kann sehen, ich kann sehen. Ich sah meine Eltern an und zum ersten Mal sah ich, wie sie aussahen. Meine Mutter hatte wunderschöne blonde Haare und aquablaue Augen. Mein Vater war das komplette Gegenteil. Er hatte schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Ich kann nicht glauben, dass ich endlich weiß, wie ihr beide ausseht. Mom und Dad sahen sich an. Ich hatte erwartet, dass sie vor Freude hüpfen würden, aber stattdessen sahen sie genervt aus. Nastja, hast du aufgehört, die Shakes zu trinken? Fragte Mom. Ich wollte sie nicht anlügen. Ja, es tut mir leid, Mom. Mir wurde einfach langweilig, sie zu trinken. Das hättest du nicht tun sollen. Ich war verwirrt. Warum musste sich Mom über die Proteinshakes auslassen, wo ich ihr doch gerade gesagt hatte, dass ich wieder sehen konnte? Am nächsten Morgen wachte ich auf. Ich hörte Mama und Papa nach draußen zum Auto gehen. Ich schaute aus dem Fenster zu ihnen, aber ich sah etwas Schockierendes. Sie sahen beide völlig anders aus am Tag zuvor. Es war, als würden sie Gesichtsmasken tragen. Ich fand das alles sehr verdächtig, also beschloss ich, Vicky um Hilfe zu bitten. Ich rief sie an und erzählte ihr von den guten Neuigkeiten. »Das ist erstaunlich, Nastja. Ich kann nicht glauben, dass du sehen kannst. Das ist so aufregend.«
Ja, ich bin so glücklich. Aber der Grund, warum ich anrufe, ist, könntest du bitte die Zutaten in meinem Shake für mich überprüfen? Vicky willigte ein, mir zu helfen. Und so brachte ich später am Tag die Schachtel mit den Shakes zu ihr nach Hause und ließ sie bei ihr. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich die genauen Inhaltsstoffe herausgefunden habe. Aber ich werde dir so schnell wie möglich Bescheid geben. Ein paar Tage später saß ich in meinem Zimmer und machte meine Hausaufgaben, als ich einen Anruf von Vicky bekam. Nastja, sitzt du gerade? Ja, warum? Da ist etwas in deinem Shake, das die Sehkraft beeinträchtigt. Bei der Menge, die du über die Jahre getrunken hast, war es genug, um dich blind zu machen. Ich konnte nicht glauben, was sie sagte. Konnten meine Eltern wissen, was in dem Shake war? Hatten sie mir mit Absicht ein Getränk gegeben, das ein Gift enthielt? Ich wusste, dass es nur einen Weg gab, das rauszufinden. Ich musste meine Eltern damit konfrontieren. Ich wartete, bis sie beide im Wohnzimmer erschienen. Wusstet ihr, dass der Proteinshake, den ihr mir gebt, Ursache für meine Blindheit ist? Wovon redest du, Nastja? Vicky hat die Inhaltsstoffe getestet. Ich weiß, dass da etwas drin war, das mich blind gemacht hat. Und ihr habt so darauf bestanden, dass ich ihn jeden Tag trinke. Okay, ja, du hast recht. Wir haben es gewusst, aber es war nur zu deinem Besten. Ihr seid verrückt! Ich weiß nicht, was mit euch beiden los ist. Ihr tragt falsche Masken, wenn ihr rausgeht. Ihr habt mich gezwungen, blind zu sein. Was ist nur los mit euch? Ich wusste nicht, was ich als nächstes sagen oder tun sollte. Ich konnte nicht glauben, dass meine eigenen Eltern so etwas tun würden. Ich musste raus aus dem Haus und weg von ihnen. Ich hasse euch. Ich will mit keinem von euch mehr was zu tun haben. Ich rannte aus dem Haus die Straße runter. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehen sollte, aber ich musste so weit wie möglich weg von meinen Eltern. Ich rannte und rannte, was mir wie Stunden vorkam. Schließlich fand ich mich auf der anderen Seite der Stadt wieder. Es war eine ziemlich raue Gegend mit vielen leeren Brettern und verkleideten Häusern. Ich wurde langsamer und begann mich nach einem Unterschlupf umzusehen. Ich würde einen trockenen Platz zum Schlafen brauchen, bis ich mir überlegt hatte, was ich tun wollte. Es wurde dunkel und es sah so aus, als würde es regnen. Ein Hund bellte mich von der anderen Straßenseite an. Ich ging weiter und hoffte, dass er mich ignorieren würde. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, irgendwas zu finden, als ich um die Ecke ging und eine offene Tür in einem Haus sah. Ich ging hinein und rief: Hallo, ist hier jemand zu Hause? Es kam keine Antwort. Ich ging weiter hinein und das Haus war voll mit Möbeln. Es sah so aus, als ob gerade jemand weggegangen war und all seine Habseligkeiten zurückgelassen hatte. Es war perfekt für mich, also blieb ich erstmal eine Weile dort. Am nächsten Morgen stand ich auf und ging in die Stadt. Ich war hungrig, aber ich hatte kein Geld. Als ich die Stadt entlang ging, konnte ich den Geruch von frischem Kaffee riechen und mein Magen knurrte laut. Der Geruch kam von einem Café an der Ecke und ich ging hinein. Ich hoffte, nach etwas kostenlosem Essen zu fragen, aber bevor ich die Chance hatte zu sprechen, sagte die Frau drinnen zu mir: Es tut mir leid, ich bin zu beschäftigt, um Sie zu bedienen. Meine Hilfskraft hat gerade gekündigt. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Bitte stellen Sie mich ein. Die Frau schaute mich an. Okay, Sie sind eingestellt. Zieh dir die Schürze an und komm und hilf mir beim Frühstück machen. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich hatte einen Job. Als der morgendliche Ansturm vorbei war, tranken wir eine Tasse Tee. Du hast gut gearbeitet, Nastja. Danke, es hat Spaß gemacht. Ich verbrachte meine Tage mit der Arbeit im Café und meine Abende mit dem Haus, das ich gefunden hatte. Es war kein Luxusleben, aber ich hatte das, was ich brauchte. Wenigstens versuchte nicht jemand, mich zu vergiften. Ich begann, alles über meine Eltern zu vergessen, bis etwas Erschütterndes passierte. Ich ging auf dem Heimweg von der Arbeit durch die Stadt, als ein Paar auf mich zukam. Ich war mir sicher, dass es meine Mutter und mein Dad waren. Natürlich trugen sie Masken, wie sie es immer taten, wenn sie das Haus verließen. Ich habe keine Ahnung, was in mich gefahren ist, aber ich verlor plötzlich die Beherrschung. Ich rannte direkt auf sie zu und versuchte, ihnen die Masken vom Gesicht zu ziehen. Au, was machst du denn da? Fragte die Frau, die sich vor Schmerz ins Gesicht fasste. Geh weg von uns, schrie der Mann. Sie trugen keine Masken. Entschuldigung, ich dachte, sie wären jemand anders. Ich rannte nach Hause. Mach sowas nie wieder, sagte ich zu mir selbst. Es war nur ein paar Tage später und ich war wieder auf dem Heimweg von der Arbeit, als ich ein anderes Paar sah, das genauso aussah wie meine Eltern. Angst stieg in mir auf, aber ich sagte mir, ich soll mich beruhigen. Ich versuchte mich jetzt wirklich komplett zu beruhigen. Ich versuchte es immer weiter. Dann ging ich ruhig auf die beiden zu, aber plötzlich packte der Mann meinen Arm. Komm, Nastja, komm mit uns nach Hause. Es war mein Vater. Ich versuchte mich zu wehren, aber er war zu stark für mich. Komm mit uns und wir erklären dir alles. Nein, nein, lasst mich in Ruhe. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du nicht zustimmst, mitzukommen und dir anzuhören, was wir zu sagen haben. Ich stieg mit ins Auto und wir fuhren schweigend nach Hause. Als wir zurückkamen, erzählten mir Mom und Dad alles. Der Grund, warum wir dir den Drink gegeben haben, war, um dich zu schützen.
Du siehst, wir werden von der Polizei gesucht. Tagsüber tragen wir Masken, um unsere Identität zu verbergen. Aber wenn wir nach Hause kommen, nehmen wir die Masken ab. Wir wollten nicht, dass du unsere echten Gesichter siehst. Aber ihr habt mich mein ganzes Leben lang vergiftet. Ihr seid krank und verrückt. Wir taten es, um dich zu schützen, damit du nicht unsere wahre Identität rausfindest. Nein, das ist eine Lüge. Ihr seid egoistisch, alle beide. Ihr habt es nur getan, damit ihr zu Hause rumlaufen könnt, ohne Masken zu tragen. Was sind das für Eltern, die ihrer Tochter so etwas antun? Es tut mir leid, dass du so denkst, Nastja, aber du kannst das Haus jetzt nicht verlassen. Ihr könnt mich doch nicht hier festhalten. Ich habe sogar einen Job. Es tut mir leid, wir können wirklich nicht riskieren, dass du jemandem erzählst, wer wir wirklich sind. Bitte, ich verspreche, dass ich nichts sagen werde. Ihr müsst mich gehen lassen. Aber sie wollten nicht. Sie brachten mich in mein Zimmer und schlossen alle Türen ab. Es gab keine Möglichkeit für mich zu entkommen. Sie hielten mich als Gefangene in meinem Zimmer. Sie ließen mich nicht einmal zu den Mahlzeiten raus. Stattdessen brachten sie mir ein Tablett mit Essen ins Zimmer. So ging es wochenlang. Ich sah niemanden außer einem flüchtigen Blick auf meine Eltern, wenn sie das Essen durch die Tür schoben. Eines Tages lag ich auf meinem Bett, als ich hörte, wie jemand an die Haustür klopfte. Ich sprang auf und schaute aus meinem Schlafzimmerfenster. Ich konnte es nicht glauben. Vicky stand in meinem Garten. Ich schlug so fest, ich konnte gegen die Fenster. Sie schaute auf und hörte mich hämmern und dann fuchtelte ich mit den Armen. Hilf mir doch, meine Eltern haben mich eingesperrt. Ich hatte keine Ahnung, ob sie mich gehört oder verstanden hatte, was ich sagte. Denn das nächste, was ich sah, war, wie sie die Einfahrt hinunterlief. Ich nehme an, meine Eltern müssen ihr gesagt haben, dass ich nicht da bin oder so. Ich fühlte mich so traurig und ich war so verzweifelt. Ich werde nie rauskommen. Ich legte mich wieder auf mein Bett und versuchte einzuschlafen, aber es nützte nichts. Ich lag nur da und starrte an die Decke. Plötzlich hörte ich das Heulen von Sirenen. Mein Herz begann zu klopfen. Sind sie jetzt hergekommen? Ich schaute wieder aus dem Fenster. 4 Polizeiautos waren vor meinem Haus vorgefahren. Ihre Lichter blinkten und die Sirenen heulten. Ich sah zu, wie die Polizei zu meinem Haus rannte und das nächste, was ich wusste, war, dass meine Schlafzimmertür eingetreten worden war. Du bist jetzt in Sicherheit, Nastja. Deine Eltern werden dir nie wieder was antun können. Sie brachten mich die Treppe runter zu einem wartenden Auto. Ich sah zu, wie meine Eltern aus dem Haus gebracht wurden. Handschellen wurden ihnen angelegt und sie wurden in ein anderes Polizeiauto gesetzt. Wo bringt ihr mich hin? Deine Freundin Vicky hat uns angerufen. Sie hat uns alles erzählt. Ihre Familie hat gesagt, dass sie zu ihnen ziehen können, wenn sie möchten. Ja, das würde ich gerne. Meine Eltern wurden verhaftet und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich lebe jetzt bei Vicky und ihrer Familie. Ich weiß nicht, ob ich meinen Eltern je verzeihen kann, aber im Moment versuche ich, mein Leben zu genießen.